da musste ich erleben, wie die Häftlinge nach der Reihe umfielen vor Schwäche. Und da stand bereit ein sogenannter Panierwagen, wo die, wo es nicht mehr arbeiten konnten, also nicht mehr stehen konnten, einfach raufgeworfen wurden, bis dass der Wagen voll war, einen Nachmittag oder wann, und dann ging es ab ins Krematorium. Gell. Und währenddessen sind MiG, die sogenannten MiG-Jäger für die Russen, haben gesehen, da steht der Zug, und haben uns befeuert mit einem MGs und so weiter, was wir da an Bord hatten. Dann sind wir zu dritt dann weg von der Einheit da, zu dritt weg Richtung Käfermarkt gegangen auf der Straße. Und wir gehen da, kommen uns drei Zivilisten entgegen, bleiben vor uns stehen, greifen in die Rocktasche, ziehen eine Pistole, Hände hoch, SS. Daher muss man immer wieder aufklären, auch auf die Jugend einreden, damit sie sich nicht verführen lassen von gewissen Elementen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob das demokratische Elemente sind, aber das soll nie wieder kommen. Franz Hackl wurde 1927 geboren und absolvierte von März 1942 bis Februar 1945 eine Lehre als Betriebsschlosser im Konzentrationslager Gusen. Im Februar 1945 wurde er zur deutschen Wehrmacht eingezogen, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Im Interview schilderte er uns seine Erlebnisse, die er im zarten Alter von 17 Jahren machen musste, und wie es ihm möglich war, das Erlebte aufzuarbeiten. Ja, ich bin damals als Lehrling eingetreten bei der Firma Deutsche Edelsteinwerke GmbH Berlin. Das war eine sogenannte SS-Firma. Und habe bei dieser Firma als Lehrling bin ich eingetreten am 1. März 1942. Und meine Lehrzeit endete Anfang Februar 1945. Ich hatte das Glück, dass ich bei der Stellung, bei der Musterung jener 44 in Berg ZU war, bei dieser Stellungskommission. ZU, das heißt zeitlich untauglich, und zurückgestellt bis 31.12.44. Musste dann im Dezember 44 wieder zur Stellung, war dann KV, das heißt kriegsverwendungsfähig, Ersatzreserve 1. Das war einerseits ein Glück für mich, weil ich meinen Beruf, meinen Lehrberuf als Betriebsschlosser in der Firma beenden habe können mit Facharbeiterabschluss. Die praktische Prüfung machte ich in Wels, die mündliche in Linz in der Goethestraße, in der Goetheschule. Hab dadurch einen Facharbeiterbrief besessen, der was mir dann später wirklich weitergeholfen hat. Aber ich war damals etwas traurig, dass ich untauglich war, weil ich nicht mehr sehen wollte, was in dieser Zeit, wo ich als Lehrling drinnen war, geschehen ist mit diesen Häftlingen. Ich habe da fürchterliche Zeiten erlebt. Wenn ich gleich beginnen darf, bei meinem Eintritt im März, also Anfang März, musste ich gleich erleben, dass vor der Schlosserei, vor dem großen Fenster, das heißt, als Grundlehrgang musste man ja feilen, sägen und so weiter, steht man am Schraubstock da, und da hatte ich vor meinem Fenster draußen arbeiteten, ich weiß nicht wie viele, Hunderte von Häftlingen, und zwar sogenannte Kriegsgefangene, die was am Rücken hinten auf ihren Mantel SU, also Sowjetunion, trugen. Das waren sowjetische Kriegsgefangene, die nach Gusen kamen, und die mussten da arbeiten für eine Trasse der Feldbahn, die was da gelegt wurde. Und da musste ich erleben, wie die Häftlinge nach der Reihe umfielen vor Schwäche. Und da stand bereit ein sogenannter Panierwagen,
wo die, wo es nicht mehr arbeiten konnten, also nicht mehr stehen konnten, einfach raufgeworfen wurden, bis dass der Wagen voll war, einen Nachmittag oder wann, und dann ging es ab ins Krematorium. Gell. Das war für mich der Beginn der Lehrzeit in Gusen, mit so schrecklichen Dingen gleich konfrontiert zu sein. Gell. Und der Meister merkte natürlich, dass ich nicht so rasch meine Arbeit verrichtete, weil ich immer rausschaute. Dann haben sie da einen Blechstreifen gemacht in der Höhe, in der Sichthöhe, dass wir nicht mehr sehen konnten, was da draußen passiert. Also das war der Beginn meiner Lehrzeit in Gusen, gleich mit solchen Sachen, schrecklichen Sachen konfrontiert zu sein. Gell. Aber ich erlebte auch natürlich noch andere Sachen. Wenn zum Beispiel ein Transport gekommen ist mit Waggons, weil die Bahn führte ja bis in die Schlosserei herein, gell? Weil da war eine Montagegrube, da war ein Diesellok da, wo da was passiert, also Arbeiten waren, Installationsarbeiten oder sonstige Arbeiten bei der Lok, dass eine Montagegrube vorhanden war. Und da kamen die Waggons herein und Häftlinge wussten natürlich, heute kommt wieder ein Kartoffeltransport, und da wurden sie natürlich, versuchen sie den einen oder anderen Kartoffeln zu ergattern, die was runterfielen und so weiter. Gell. Und wenn da einer erwischt wurde, dann hieß es rauf, die kamen zu uns in die Schlosserei, vor dabei war das Magazin, dieser Mann dort, der Magazinier hatte die Gummiwurst, die wurde geholt und ein Häftling, ich weiß noch genau, das war ein Serbe, der was auf der Drehbank gearbeitet hat, das war ein ziemlich kräftiger Mann, der musste diesen Häftling, der was die Kartoffel mitgenommen hat, musste diesem 25 Schläge auf seinen Hintern geben. Und wir durften nicht zuschauen, aber man hat des Öfteren einen Blick werfen können und hat gesehen, dass dieser Mann, wo nicht mehr viel Fleisch war, gell, Bobsch war, der wurde gedroschen und hat natürlich Schmerzensschrei ausgestoßen. Also das war schon sowas wieder mitzuerleben, war natürlich immer wieder fürchterlich anzuhören oder anzusehen. Gell. Ja, es ist, was meine Erinnerung ist, war die, dass all jene, die draußen gearbeitet haben, wahrscheinlich nicht mehr rauskamen. Die irgendwann sind sie aus Schwäche umgefallen, so war ja die Methode Schwäche, und dann sind sie wahrscheinlich verstorben. Gell. Aber jene, die in Fachbetrieben gearbeitet haben, so wie in der Schlosserei oder in der Schmiede und so, oder Zimmerei war auch da, die haben natürlich die Chance gehabt, doch zu überleben. Ich spreche jetzt nur von mir, von der Schlosserei, und habe dann natürlich wirklich persönlichen Kontakt mit den Häftlingen gehabt. Unser Meister in der Schlosserei, das war der Herr Tönnings, das war ein Mann aus Magdeburg, der mit seiner Familie in St. Georgen, in dieser Siedlung, die was gebaut wurde, dort gelebt hat doch. Und die Häftlinge nannten ihn immer, wie haben sie ihn genannt? Ein Tier, Meerestier. Pinguin. Pinguin haben sie die Häftlinge immer genannt, den Meister, weil er einen dementsprechenden Gang hatte. Bei den Häftlingen war es der Pinguin, war sonst normal alles. Und der Capo, der erste von den Häftlingen da, der Capo in der Schlosserei, das war ein Ingenieur aus den Skoda-Werken in Pilsen, was ich erfahren habe da. Und ja, diese Häftlinge einzeln nach der Reihe, einer hat mir gelernt, Autogenschweißen, der andere Tränen und so weiter. Wir waren immer
die Häftlinge, es waren die Praktiker, die haben uns praktisch das beigebracht, gell? Unter Aufsicht von Herrn Dönings. Ne? Und im Magazin Werkzeugausgabe war ein Pole, der was Werkzeug ausgegeben hat. Und natürlich, wenn wir ein Werkzeug gebraucht haben, hat man da von ihm geholt und bin natürlich mit dem ins Gespräch gekommen. Und mit der Zeit hat sich hier eine Freundschaft gebildet mit diesem Chester Lewandowski, wie er geheißen hat. Gell? Und diesen Polen habe ich mit der Zeit dann auch immer wieder, wir hatten zu Hause eine Tageszeitung, das kleine Blatt, glaube ich, hat es geheißen, und da war auf der ersten Seite immer ein Wehrmachtsbericht oben. Und dieses Blatt habe ich ihm immer wieder gebracht, von Zeit zu Zeit, also nicht jeden Tag, aber von Zeit zu Zeit, habe ich immer wieder den Zeitungsartikel mit Wehrmachtsbericht gebracht, bis er eines Tages zu mir gesagt hat, Franz, heute haben Sie meine Stadt befreit, also die Sowjets. Ja, und da hat sich natürlich eine Freundschaft gebildet zwischen Chester und mir. Ich weiß noch, ich habe auch verschiedene andere Sachen ihm gebracht, zum Beispiel Schnaps habe ich einmal hineingebracht. Gell? Und außerdem war ein Tscheche da, der Hubert, ich weiß nur im Vornamen Hubert, der war, hat auf einer Schepping gearbeitet. Und dieser Mann war ein Handwerker, ein guter, und hat aus Alpaka-Löffeln hat er Ringe gemacht. Leider habe ich hab einen Ring auch von ihm gekriegt, mit Monogramm drinnen, also HF. Gell? Und da wollten meine Freunde auch so einen Ring. Jetzt habe ich dann wieder, habe ich für deinen Maß, also einen Ring gebracht, und der hat dann nachgemacht, und mit Monogramm auch, wie gesagt, und hat mir wieder was gegeben, der Freund von mir, und ich habe es wieder den Häftlingen nicht. Man hat da was mitnehmen können, wo ich meine Hause und so weiter drin gehabt habe, habe ich da die Sachen auch drinnen gehabt, die was ich auch nachher eingebracht habe. Also das war, da waren verschiedene gute Beziehungen mit den Häftlingen drinnen. Gell. Nur hat man gegenüber dem Meister natürlich das nicht so zeigen dürfen. Gell. Aber wie gesagt, es waren ja da verschiedene, was ich gekannt habe, verschiedene Nationen drinnen. Wie zum Beispiel der Hubert, der Tscheche, war ein politischer Häftling. Die haben den roten Winkel gehabt. Die Spanier, glaube ich, haben den blauen Winkel gehabt. Die Kriminellen haben einen grünen Winkel gehabt. Da muss ich sagen, der grüne Winkel, der hat einer getragen, das war ein Hamburger, das war Elektroschweißer, der hat gut Elektroschweißen können, der hat uns das beigebracht und das war ein Hamburger und der hat uns seine Geschichten erzählt, was er in Hamburg zu Hause erlebt hat, beziehungsweise die krummen Sachen, was ihn auch dann ins KZ gebracht haben. Dann war er, glaube ich, ein brauner Winkel, wo er für die Bibi-Forscher oder die, was nicht arbeitsscheu oder so auf die Art waren, haben braune Winkel gehabt. Ja, so waren die gekennzeichnet mit Nummer immer, gell? Winkel und Nummer. Gell? Wie sind Sie als 17-Jähriger, also als junger Mensch damit umgegangen, dass Sie gesehen haben, was für schreckliche Dinge sich da abspielen, wie Sie gesehen haben, dass die Häftlinge sehr oft also, oder immer eigentlich Wunder und Grund gesucht wurde, dass sie hier arbeiten müssen und wo viele zu Tode kommen. Wie verarbeitet das ein junger Mensch in diesem Alter, wo man so viel Schreckliches sieht? Ja, das war eben das. Ich meine, man war als Junge, vorerst einmal hat man ja, ich war als Junge, zuerst einmal 38 zur DJ und ab 14 Jahren DJ, Deutsche Jugend, und ab 14 Jahre bist dann automatisch dann überstellt worden zu HJ, das war die sogenannte Hitlerjugend. Da waren wir organisiert, sagen wir. Ich kann mich nur erinnern, 38, wie die deutsche Wehrmacht einmarschiert ist, da war die Straße, was darunter geht, die B3, die ehemalige B3, war eine Staubstraße, gell?
mit Schlaglöchern und. Und wie die Deutschen reinkommen sind am 13. März, waren natürlich die Gesichter verstaubt vom Staub. Es war ja trockenes Wetter, verstaubt. Und wir haben da die begrüßt und da war ein Jubel. Und da man sieht ja die Bilder von damals. Und ich erinnere mich noch an diese Zeit, wo auch ich als junger Elfjähriger auch geschrien habe, Sieg Heil, Heil Hitler. Das war eben ohne Wissen meines Vaters, muss ich auch sagen, weil mein Vater war ein Sozialdemokrat, wie hier in Mauthausen viele waren. Die waren organisiert in der Gewerkschaft und so durch die Steinbrüche, was da vorhanden waren. Und da haben wir noch am Abend Freudenfeier gemacht, in Langenstein auf dem Höhenrücken oben. Und waren begeistert natürlich, weil die Zeit vorher war ja keine lustige Zeit. Ihr wisst ja aus der Geschichte her, über 600.000 Arbeitslose. Meinen Vater, der was als Steinmetz und Steinarbeiter gearbeitet hat, der war natürlich einmal arbeitslos, dann wieder ausgesteuert. Da möchte ich zu meiner Person sagen, ich habe 33 in St. Georg an der Gusen die Volksschule begonnen. Einen Schulweg 4 Kilometer rauf, 4 Kilometer heim. War eine Zeit, wo man im Winter mit Holzbandschuhen, so hat es geheißen, haben wir getragen. Und im Frühjahr, wenn es wirklich gleich warm geworden ist, die Schuhe weg und barfuß gelaufen. Also diese Zeit hat wahrscheinlich beigetragen, dass die Österreicher nachher so gejubelt haben, wie der Hitler gekommen ist. Gell? Von einem Jubel habe ich von meinem Vater nichts gehört, weil der war da skeptisch, war eben in Sozialdemokratie verhaftet und war sogar 34, war er Obmann des Schutzbundes in Langenstein und ist im Februar 34 verhaftet worden. An diese Zeit erinnere ich mich ganz genau noch, weil ich damals als 7-Jähriger, nicht ganz 7-Jähriger, erleben musste, wie die Heimwehr gekommen ist. Nach Langenstein, da sind sie mit LKW eingefahren. Alles hat es geheißen, die fensterseitigen, zur Straße gelegenen Fenster, also müssen verdunkelt werden. Und wir waren zu Hause versammelt, es war in der Früh um 9 Uhr oder 10 Uhr. Auf einmal haben wir Schritte, wir haben in Langenstein gewohnt da, im ersten Stock. Auf einmal haben wir Schritte gehört rauf, wurde die Tür aufgestoßen. 2 Mann mit Stahlhelm und Seitengewehr auf, standen bei der Tür, einer kam rein und setzte meinem Vater die Pistole an und sagte, im Namen der Republik Österreich ist er verhaftet. Durchsuchten die Wohnung noch, weil er eben als Obmann vom Schutzbund verschiedene Formulare und Sachen zu Hause hatte. Die wurden mitgenommen und der Vater wurde abgeführt. Natürlich unter Tränen, wie der Vater abgeführt wurde. Und ich weiß noch heute, die Mutter hat immer mit weinerlicher Stimme geschrien, wenn ihr meinen Mann erschießt, erschießt mich auch. Das habe ich auch voriges Jahr bei der Gedenkfeier, 80 Jahre Februar wollte, habe ich das auch in einem Interview wiedergegeben. Also das waren für uns wirklich schreckliche Momente. Und der Vater war dann in Linz 6 Wochen inhaftiert, aufgrund seiner politischen Tätigkeit, sagen wir. Ja, gell. Und ist nach 6 Wochen dann wieder nach Hause gekommen und hat dann, wie gesagt, wieder in die Arbeit können, sofern eine Arbeit vorhanden war. Gell. Also das war ja die Zeit, die was ja, wie wir schon gesagt haben, dass über 600.000 Arbeitslose in Österreich waren und davon war der Vater auch immer wieder betroffen, arbeitslos, ausgesteuert und so weiter. Und zu meiner Person, ich bin 33 in der Schule, habe ich begonnen in St. Georg mit der Volksschule und 37, also die 4. Klasse Volksschule beendet, mit Zeugnissen in diesen 4 Jahren zwischen, also 1 und 2, also ich habe gut gelernt und es wäre jetzt die Möglichkeit gewesen in die Hauptschule, das war der Schulsprengel für Langenstein, war Mauthausen Hauptschule,
der Übertritt in die Hauptschule. Und in den Ferien 37, wo ich dann eben die Anmeldung erfolgen sollte zur Hauptschule, mussten mir meine Eltern sagen, Bub, wir können dich leider nicht in die Hauptschule, damals hat es geheißen Bürgerschule, geben, weil die finanziellen Mittel betreffs Kleidung und Schulbücher und so weiter nicht vorhanden sind. Du musst weiter in der Volksschule bleiben. Meine Bildung sind 8 Klassen Volksschule. Also ihr wisst, wenn man das heute sagt, dann bist du gestempelt, als wenn du ein Dummer warst und nicht die Fähigkeiten gehabt hättest, in die Hauptschule zu gehen. Also das war, darum sage ich immer wieder, wie wichtig das Bildung ist. Gott sei Dank hat sich im Laufe der Jahrzehnte das geändert und ist ganz ein wichtiger Punkt für die Jugend. Mir ist es leider nicht gegönnt gewesen, eine höhere Schule, das heißt, das war keine höhere Schule, es war praktisch jetzt eine normale Schule, aber für mich war das eben ein Handicap dann, weil mit 8 Klassen Volksschule eben einen Lehrplatz zu bekommen, war schon nicht so leicht, sagen wir mal, und im späteren Leben. Aber Gott sei Dank war mein Ehrgeiz der, dass ich auch, wenn man auch schon in der Schule nicht gebildet und sich also lernen kann, dann holt man sich eben durch Bücher und weiter interessiert für alles zu sein. Und ich habe dann durch den Beruf, was ich vorher ja schon gesagt habe, habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Föstern zu arbeiten, habe in der Föstern mich als habe die Lokführerlaufbahn gemacht. Und war dann vorerst einmal Dampflokführer, oder staatliche Prüfungen, Dampflokführer, später dann Diesellokführer und ganz zum Schluss dann war ich Funklokführer. Also das war dann, Funklokführer war für die Föst, also man hat einen Verschubleiter eingespart, du warst als Lokführer zugleich auch Verschubleiter, also das war schon mehr Verantwortung dann und auch eine bessere Bezahlung. Also mich trotz dieser Bildung, die ich hatte, genauso zu denen gestellt, die was die Hauptschule besucht haben. Ich habe gewusst, was heißt, dass man lernen muss, um einen Beruf ordentlich bestehen zu können. Gell? Und war 35 Jahre in der Föst als Lokführer tätig, habe bin im Jahre 84 als 57-Jähriger dann in die sogenannte SUG, also Sonderunterstützungsgeld hat es geheißen, das war eine Aktion, die Föst hat damals schon begonnen, sich vom Personal, von zu viel Personal zu verabschieden und hat eben diese Aktion geschaffen und bin am 1. September 1984 in die sogenannte SUG und 3 Jahre später dann in die Normalpension übergegangen. Gell. Und habe das Glück, heute als 88-Jähriger, über 30 Jahre meine Pension genießen zu können. Und diese Pension, diese 30 Jahre, waren für meine Frau und für mich eine der schönsten Zeitabschnitte. Wir haben dann über den Pensionistenverband sind wir zum Reisen gekommen, und zwar mit Seniorenreisen, das wird bekannt sein. Seniorenreisen hat in Linz eine Zweigstelle gehabt auch. Und da haben wir jedes Jahr zu dem Frühjahrstreffen, Herbsttreffen und auch noch andere also Reisen habe ich dann organisiert. Also und haben seit dieser Zeit, diese 30 Jahre eben mit schönen Reisen noch, da sind wir praktisch belohnt worden für die Mühen, was vorher war, und haben da unsere Alterszeit wirklich genießen können. Gell. Inwiefern kann man diese Zeit, die Sie erlebt haben, verdrängen oder verarbeiten nach dem Kriegsende? Sie haben sehr viele schreckliche Bilder, Szenen gesehen. Ja. Wie ist es möglich, nach Kriegsende dann in ein normales Leben überzutreten mit diesen Erfahrungen, die man gemacht hat? Wie ist Ihnen das gelungen, dass Sie dann, wie Sie haben es gerade gesagt, Sie haben die Zeit dann sehr genossen. Was für ein Prozess war notwendig, um das, was war, hinter sich zu lassen?
Naja, das war nachher nicht ganz einfach. Es war so, dass mein Vater, der als Bruchmeister seit 1939 Angestellter der Firma Deutsche Herren Steinwerke war, im Jahre 1944 von der Firma freigegeben wurde und er musste zur deutschen Wehrmacht einrücken, was nicht alle Zivilisten, die es waren, so gehandhabt haben müssen. Die wurden nämlich eingekleidet zur SS, damit die deutsche Wehrmacht keinen Zugriff auf diese Person hatte, weil sie eben bei der SS waren. Gell? Mein Vater war vom Politischen her gesehen, die müssen die irgendwie mitgekriegt haben, nicht so der NS zugesprochen. Mein Vater hat öfters wahrscheinlich Äußerungen gemacht, was auch nicht im Sinne dieser war, und wurde eben nicht eingekleidet zur SS, sondern wurde freigegeben und hat einrücken müssen und war dann bei der Flak in der Steiermark stationiert. Er war Kanonier bei einer Flakabteilung in der Steiermark, das Industriegebiet, was da war, eben dort stationiert. Dann, ich wurde ja im Februar, ich erlebte noch die Mühlviertler Hasenjagd. Das war im Februar 1945. Das war, glaube ich, ein Samstagmorgen. Wir schauen beim Fenster raus, eben im Wienergraben, in der Siedlung, wo wir wohnten, sehen wir da überall SS im Wald, wie sie durchstreifen. Gell? Haben noch nicht gewusst, was passiert ist. Gell? Erst im Laufe des Tages ist es dann durchgesickert, dass angeblich 450 russische Offiziere ausgebrochen sind. Nicht? Und eben die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd stattgefunden hat, wo eben keiner mehr lebend zurückgekommen ist ins KZ. Gell? Und nach diesem Ding bin ich eben, ich glaube, das war der 4. Februar, habe ich einrücken müssen eben zum Arbeitsdienst. Und zwar nach Toilette bei Christkirchen habe ich zum Arbeitsdienst müssen, war bei diesem Arbeitsdienst ist eines Tages eine Stellungskommission von der Waffen-SS gekommen und die ganze RAD-Abteilung 3344 war das, da waren wir einige hundert Burschen am Antreten müssen und dann hat es geheißen, wer sich noch nicht zu freiwillig zu einer Waffengattung gemeldet hat, bitte raustreten. War ich auch dabei. Ne? Und dann wurden durchgefragt, melden Sie sich freiwillig zur Waffen-SS. Bis zu mir gekommen sind, melden Sie sich freiwillig zur Waffen-SS, habe ich gesagt, nein. Und die Antwort war, dann kommen Sie zur Strafkompanie. Also komme ich halt nicht, soll ich gegenwochen, aber meine Sympathie war, wie ich schon gesagt, woanders, nicht mehr bei der SS. Ich habe mich nicht gemeldet und bin dann eben überstellt worden zur Wehrmacht. Das wäre auch eine Episode, aber das würde zu lange dauern, weil ich war praktisch kurzzeitig ein Deserteur. Wie das? Das war so, wir wurden abgeholt von einem Wehrmachtsangehörigen, einem Feldwebel von dieser Einheit, wo wir zugeordnet wurden. Und zwar war das die Panzergrenadierersatz- und Ausbildungsbataillon 10, hat das geheißen. Und von dieser Einheit war in Mähren stationiert. Und dort mussten wir hin. Und dieser Feldwebel, was uns abholte, wir waren über 20 so Burschen, die was alle zu dieser Einheit kamen, wurden abgeholt in Toilette bzw. Christkirchen und wir fuhren nach Linz in der Früh und habe meinen Bruder, der hat in Hermann Göring weg damals Dreher gelernt, also die Nachricht gegeben, dass wir eben in der Früh nach Linz kommen, dass wir uns noch einmal sehen können. Gell? Und wir kommen nach Linz, dann sagte uns der Feldwebel, wer in Linz oder in der Nähe zu Hause ist, der kann noch heim jetzt, weil wir unser Transport erst nächsten Tag um 3 Uhr früh weggeht von Linz.
Sage ich, Rudi, was machen wir jetzt? Ein Zug geht zwar rauf nach Linz, aber zurück nicht mehr erst am Abend, wie es damals war. Nicht? Sind wir von Linz heimgegangen, in Wienergraben, wo ich eben gewohnt habe, haben wir heim. Und da haben wir natürlich einige habe ich Freunde getroffen, ich war auf Urlaub noch da waren und so. Und da haben wir eben eine Abschiedsfeier veranstaltet. Und vorher habe ich ausgemacht mit meinem Bruder, ich fahre mit dem Rad rauf, dass ich um 3 in der Früh in Linz bin. Habe aber dann das lassen und bin mit dem ersten Zug, der was ca. 4 Uhr geht, rauf. Ich habe mir gedacht, vielleicht fahren sie eh nicht so bald weg, dass sie Verspätung haben. Ich bin raufgekommen nach Linz dann in der Früh. Frage auf der Bahnhofswache, wo der Transport ist, was um 3 Uhr weg. Ja, sagt er, die sind normal um 3 Uhr weggefahren. Jetzt bin ich da gestanden. Der Truppe weg. Jetzt bin ich wieder nach Hause gegangen. Und daheim sagt meine Mutter, Buh, du kannst nicht daheim bleiben. Überall die SS, wenn die erfahren, dass du weg bist, da, dass das bekannt wird, dann bist du selber drin dann. Ja, da habe ich gesagt, gut, ich fahre nach. Ich bin nach Mauthausen am Bahnhof gegangen. Da sollte um 2 Uhr ein Zug auf der Donauuferbahn, also auf der sogenannten Franz-Josefs-Bahn, Richtung Wien gehen. Mit dem wollte ich dann fahren. Gehe am Bahnhof, der Zug hat statt 2 Uhr, kommt er um 6 Uhr. 4 Stunden Verspätung, wie es eben damals in dieser Zeit schon war. Gell. Der Zug fährt am Bahnhof ein, schreien vom ersten Waggon, meine Kollegen schreien raus, Franz, da komm her, Franz, da komm her. Was mein Transport? Dieser Transport, der was um 3 Uhr früh weggegangen ist, musste stoppen unten, Niederösterreich da wo, weil bombardiert wurde, die Strecke unterbrochen wurde und alles ist durchgestanden, bis das dann das geregelt war, dass das alles über die Donauuferbahn nach Wien geregelt wurde, hat sich das ergeben, dass ich das Glück hatte, zum Transport zu kommen. Ich habe mich natürlich gemeldet, dann sagt der Feldwebel zu mir, sagt er, wenn wir reinkommen, dann kommst du gleich im Bunker. Dann komme ich im Bunker, aber ich war froh, dass ich bei der Truppe war wieder da. Gell? So ist mir das passiert, da wäre ich bald ein Deserteur gewesen. Gell? Und da haben wir in Wien vom Nordbahnhof weggefahren, da sind die Wiener schon zugekommen, ältere Herrschaften, Buben, wo fahrt's denn hier hin? Haut's doch ab, der Russ kommt eh schon. Ne? Aber was soll man? Abhauen, das, wenn's nicht ertappen dann und nicht fahren, dass du weg kann, dann bist du erst der Dominant. Wir sind nicht weg und sind eben mit dem Transport reingefahren. Da sind wir nach Meeresschweißkirchen gekommen, wo ursprünglich unsere Garnison gewesen wäre. In Meeresschweißkirchen war alles überfüllt schon durch die Ostfront, dann sind wir weitergefahren nach Wahl-Meseritz. Das ist eine kleine Garnisonstadt. Wahl-Meseritz im Mähren. Dort war nachher unser Standort. Dort sind wir nachher, als Rekruten hat dort unsere Ausbildung begonnen, als Angehöriger der Panzergrenadier, so unseren Ausbildungsbataillon 10. Dort sind wir nachher rekrutiert, also beziehungsweise als Rekrutenausbildung gemacht worden. Und da waren wir aber nur einige Wochen und dann hat es geheißen, alles packen, wir fahren in die Ostmark. Weil die Front, die war nur mehr 54 Kilometer nach Meeresschostra, dort ist schon die Ostfront verlaufen, also die rückte näher und wir als Rekruten haben sie nicht den Einsatz geben können, gegen den wir brauchen ja noch eine Ausbildung. Nein? Und sind dann zurück in die Ostmark, über Siegmunds Herberg nach Krems. In Langenlois ist unser Transport zum Stillstand gekommen und wir mussten von jedem Waggon mit 2 Eimer in die Weinkeller, um die Weinfässer zu entleeren, damit kein Wein mehr da ist, wenn die Russen kommen. So haben sie uns gehabt. Und haben natürlich da Wein abgefasst und da wurde natürlich auch getrunken, ist eh klar, zu denen haben wir gekriegt. Und währenddessen sind MIG, die sogenannten MIG-Jäger für die Russen, haben gesehen, da steht der Zug und haben uns befeuert mit einem MGs und so weiter, was wir da an Bord hatten. Ich kann mich erinnern, ich habe mich hinter so ein Waggonraut gelegt, damit ich sicher bin, dass mir nichts passiert. Es ist weiter nichts passiert, aber nur war diese Sache immer so. Dann sind wir nach Wieselburg gefahren
Und in Wieselburg, also nach Burgstall, hat der Ort geheißen, das weiß ich noch, in Burgstall, das war so ein Bauerndorf, da sind wir in die Scheunen, sind wir untergebracht gewesen, überall bei den Bauern in die Scheunen sind wir gelegen. Unser Nachquartier praktisch. Da waren wir ein paar Tage dort, auf einmal hat es geheißen, abends, alles packen, Panzerfaust und so weiter, Munition und so, haben sie uns gegeben, voll ausgerüstet. Wir machen einen Übungsmarsch. Dann sind wir bei der Nacht marschiert Richtung Ding, zur Donau, bei Maria Tafel, also Marbach. Da ist eine Fähre, mit dieser Fähre rüber Richtung Marbach, Maria Tafel rauf. Und das war beim Tag, dann wieder in so Dorf, wieder genächtigt. Und so sind wir etappenweise nur nachts marschiert. Also nachts marschiert und beim Tag immer wieder Pause wegen der Tieflinge. Und sind nach Döllersheim gekommen. In Döllersheim war dann unsere Ausbildung, unsere Rekruten noch. Und das war der große Truppenübungsort damals von der deutschen Wehrmacht in Döllersheim. Und dort sind wir dann gelegen, bis dann der ganze Trost von der Ostfront schon nahe gekommen ist. Bis das auch bei uns geheißen hat, auf Olesbocken, wir marschieren Richtung Westen. Da sind wir mit dem ganzen Schub, was sich da bewegt hat, von der Ostfront praktisch mit. Und dann sind wir Richtung Westen in Zwettl, beim Stift Zwettl, da ist ein großer Platz, da haben wir gelegen. Da war die Verkündung dann, Deutschland hat kapituliert. Wie gesagt, bei mir Freudentränen, bei den anderen waren Tränen, weil das tausendjährige Reich für sie zu Ende war. Ihr wisst nicht, viele haben geglaubt, es wird Deutschland über alles. Also. Und die haben natürlich andere Tränen gehabt, wirklich traurige Tränen. Und ich habe Freudentränen gehabt, damit das zu Ende war. Dann sind wir nach Freistadt reingekommen, in Rauenöd, haben schon die weißen Fahnen gehangen. Und wir kommen nach Freistadt rein. Und in Freistadt war bumm, voll schon alles mit Wehrmachtsangehörigen, Deutsche. Und ich habe gesagt, wir wollten zu dritt. Einer, mein ehemaliger Unteroffizier, der Walter Lohr, war Ausbilder von uns und der Gruppenführer, das war ein Feldwebel. Ich weiß noch den Namen Persche, der war aus Frauenkirchen, aus dem Burgenland. Das waren unsere nächsten, ersten Ausbilder. Und zu diesen zwei habe ich gesagt, so, nach Gallnerkirchen haben sie uns nicht mehr weitergehen lassen. Da ist ein Jeep gefahren, ich weiß nicht, mit farbigen, also Afroamerikaner. Und die haben uns geteilt, alles zurück nach Freistadt. Da haben uns nicht mehr weitergehen lassen, alles zurück nach Freistadt. Die Amerikaner haben alle Lands auf, nur was Rotkreuz war, haben sie durchlassen. Alle anderen in Freistadt haben liegen bleiben müssen. Da. Und ich habe gesagt, im Freistadt lasse mich von Russen nicht mehr fangen. Ich gehe jetzt heim nach Mauthausen. Haben sie gesagt, Mauthausen, du ist da nicht eine Brücke. Ja, so eine Eisenbahnbrücke ist da. Die wollten Richtung Weidhofen da, Voralpengebiet, da haben sie Bekannte und dorthin wollten sie sich einmal durchschlagen. Und eben in Mauthausen über die Donau, über die Brücke. Und da sind wir zu dritt dann weg von der Einheit da, zu dritt weg Richtung Käfermarkt gegangen auf der Straße. Und wir gehen da, kommen uns drei Zivilisten entgegen, bleiben vor uns stehen, greifen in die Rocktasche, ziehen eine Pistole, Hände hoch, SS. Dann haben wir da gestanden, nichts SS. Dann haben sie geschaut, wegen der Blutgruppe, weil die SS hat die Blutgruppe da tätowiert gehabt, haben wir da gestanden, geschaut, nein, nichts. Haben wir uns gehen lassen, haben wir gesagt, so, jetzt weg von der Straße, nur mehr auf Wald und Wiesen wegen Richtung Mauthausen. In Käfermark haben wir übrigens genächtigt, weil es schon abends war, bei einem Bauern wieder in der Scheune, gell? Und sind dann den nächsten Tag weiter in Obenberg, heißt, da ist die Bahn ja noch Mauthausen gegangen, die, wo sie jetzt nicht mehr existiert, und die sind auch der Bahn Richtung Mauthausen, und ich bin hinten darüber, als ich heimkomme in Wienergraben, wo wir gewohnt haben, bin diese Richtung, da haben sich die Wege getrennt. Gell? Und wie gesagt, bei dem Bauern, dem Kramberger,
Der hat mir schon gesagt, Hackl, du brauchst nicht mehr nach Hause, bei dir sind die Amerikaner, die haben euch auswagoniert. Jetzt bin ich nach Langenstein, wo meine Großmutter gewohnt hat, und bin dort hin. Und dort habe ich dann auch die Mutter getroffen, wie gesagt, und war dann zu Hause und habe ohne Kriegsgefangenschaft praktisch, die, was dort in Freistadt liegen blieben und in Gefangenschaft geraten sind, die sind dann bis Rumänien runtergekommen von den Russen da. Also die haben noch alle haben mitgemacht. Ich habe Gott sei Dank im Mitte Mai, glaube ich, war das, war ich frei und entlassen praktisch von der Wehrmacht dann. Wie gesagt, ein Entlassungsschein geholt im Juli bei den Amerikanern in St. Georg. Und somit war das Zeit für mich zu Ende. Aber wenn wir gefragt haben, was geschehen ist nach dem Ende des Krieges. Mein Vater war, wie gesagt, bei der Flakabteilung in der Steiermark und ist in englische Kriegsgefangenschaft gekommen und ist erst im Juli, glaube ich, nach Hause gekommen. Und der Vater hat dann, und noch ein paar Kollegen, da war in Langenstein eine Panzersperre aus Granitquader, von Gusendorf und Wienergraben haben die SS damals eine Panzersperre gemacht. Und diese Granitquader haben der Vater und noch ein paar Kollegen von ihm verarbeitet zu Pflastersteinen, mit Verlaub der Gemeinde, ist eh klar, und haben Bauernhöfe in Ruprechtshofen runter, im Machland, haben Höfe gepflastert, damit sie Lebensmittel, also ich weiß, der Vater hat einmal ein halbes Schwein nach Hause gebracht für uns, damit wir da ein bisschen Zusatz gehabt haben zu den mageren Lebensmitteln, die es sonst gegeben hat. Gell. Hat aber dann wurde krank, der Vater, das war 45, Krankenhaus und so weiter, auf immer wieder gekommen und hat Lungenkrebs gehabt und ist am 21. März 1946 verstorben. Und meine Mutter mit 5 Kindern war dann, ist dann da gestanden, ich der Älteste mit 18 Jahren, meine jüngste Schwester mit 4 Jahren, also 5 Kinder dazwischen, noch 3 leben. Du, ich noch und meine jüngste Schwester, alle 3 anderen Geschwister sind schon verstorben. Also das war damals die Zeit, die schwierige Zeit. Die Wohnung haben wir nachher erst wieder, die Möbel haben wir erst wieder gekriegt, wie Ende Juli die Amerikaner ausgezogen sind, weggezogen sind. Die Russen haben uns die Möbel nachher lassen und sogar das letzte Haus dieser Siedlung wurde freigelassen für privat. Das wurde mit der Gemeinde vereinbart, von den Russen. Aber dann haben wir da eine Wohnung gehabt, aber das hat nicht lange gedauert, ich glaube 14 Tage oder 3 Wochen. Auf einmal haben die Russen gesagt, nein, sie brauchen auch dieses Haus. Jetzt sind wir da gestanden, haben wir das Möbel auch, haben sie uns gelassen. Das haben wir nachher in den Hof von nebenbei, was da gestanden ist, die Marbachmühle, haben wir es dabei im Freien stehen gehabt, bis dass wir eine Wohnung gekriegt haben. Eine Notwohnung bei einem Bauern, bei einem bekannten Bauern. Haben wir einen Raum hat uns zur Verfügung gestellt, der, weil ein Vater gut gekannt hat, der war. Und da haben wir in einem Raum, da waren alle Zimmer, ob das jetzt ein Bad oder Küche oder Wohnzimmer oder Schlafzimmer, das war alles in einem Raum. Also so waren die Bedingungen, die wir erleben mussten nach dem Kriegsende. Also, nicht angenehm, gell? Die ganze Sache. Die war sehr, sehr schwerwiegend für uns, dass wir da durchgekommen sind. Und zum Schluss ganz wichtige Frage. Es gibt immer wieder Gedenkveranstaltungen diese Tage und vor allem die Jugend kriegt in der Schule mit, was passiert ist, lernt über diese Zeit. Wieso ist es Ihnen persönlich wichtig, dass diese Dinge, die vorgefallen sind, nicht vergessen werden? Wieso ist es wichtig, dass die Jugend von heute auch weiß, was damals passiert ist und was kann die Jugend aus diesen Zeiten, aus diesen schlimmen Zeiten lernen? Was ist da Ihre Meinung dazu? Also ich bin einer, der was immer wieder sagt, nie vergessen. Es gibt Leute, auch immer draußen, die was sagen, muss denn das sein? Also manche glauben schon, es ist genug. Ich
Ich widerspreche dem immer wieder, weil ich persönlich kontaktiert war mit diesen Gräueltaten, die was da geschehen sind. Und Gusen war gegenüber Mauthausen, Gusen war immer die Hölle. Ich habe erfahren von Häftlingen, die was versetzt worden sind von Gusen nach Mauthausen. Für denen war das irgendwie eine Erleichterung, weil sie wussten, also Mauthausen soll nicht so krass sein, als wie die Sache da in Gusen. Also Gusen hat es immer geheißen, es war die Hölle für die Häftlinge da. Gell? Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, um zwei Zierreis, der Lagerkommandant, der hat eine wunderbare Villa gehabt oben, da in der Eike-Siedlung hat es geheißen. Das war eine Siedlung, eine SS-Siedlung, Eike-Siedlung, benannt nach einem höheren Charge von einem SS-Mann, Eike-Siedlung. Und in dieser Siedlung, abseits ein bisschen, hat der Tierreis seine Villa gehabt. Gell? Und Tierreis hat er, die meisten haben ihn gekannt. Weil die Bewachungsmannschaft, die was am Anfang da war, das waren ja alle, die was von Bayern, also von Dachau, abkommandiert wurden, hier nach Mauthausen. Tierreis war ein Bayer. Spatznecker, der Schrecken von Steinbruch-Mauthausen, war ein Bayer. Rot, der Rot Martin, der das Krematorium übergehabt hat, war ein Bayer. Also führende Köpfe waren alles vom Dachau her Bayern. Gell? Da habe ich selbst erlebt einmal, wie ich in die Arbeit hergegangen bin, von Wienergraben nach Gusen, ist der Tier jetzt mit seinem offenen VW dahergefahren. Und ein Häftling hat die Mütze nicht runter, weil die waren SS, haben sie die Mütze runterreißen müssen. Und er hat das nicht getan, der Stempel in der Zierreis, hat noch ein Stück Latte oder was gesucht und hat den boah, Herr Droschen, das war der Kommandant, der Lagerkommandant von Mauthausen, Zierreis. Gell. Also da sieht man schon, wie brutal die Einstellung dieser Wachmannschaft war, gell, gegenüber den Häftlingen. Ne? Ja, und was sollte eben gerade unsere Jugend, was sollte sie davon lernen, ja, von diesen Gräueltaten, die geschehen sind? Wieso sollen sie sich zurückerinnern, wieso sollen sie sich die Geschichten anhören, die früher geschehen sind, auch wenn sie schon lange her sind, wieso ist es wichtig? Dass das nicht wiederkommen soll. Solche Sachen, ein Regime, die was solche Sachen aufführt, nie wieder Platz greifen soll, sondern eben, dass wir friedlich in einer Demokratie leben können. Das wäre einmal ein Grund, um diese Sachen sich wieder, immer wieder zu erinnern. Gell? Dass man ja nicht mehr solche Regimes kommen lassen, die was zu solchen Taten bereit sind. Wir wollen in Ruhe, in Frieden und unsere Arbeit machen und eben demokratisch und friedlich und solidarisch mit zusammenleben. Sehen Sie das auch als Ihre persönliche Aufgabe, die Jahre nach dem Krieg immer wieder aufzuklären, immer wieder zu erzählen, wieso es wichtig ist, Frieden zu halten, um auch die Dinge zu vermeiden, die geschehen sind? War das Ihnen immer ein persönliches Anliegen? Das ist mir ein großes Anliegen. Ich spreche immer wieder über diese Sachen, wenn ich gefragt werde, es ist so, manche wollen, ich will nichts mehr hören von dem, kriege ich auch öfters zur Antwort. Aber ich erinnere wieder, sage ich, was da gemacht wurde in Mauthausen, in diesem KZ, solche Sachen dürfen sich nicht wiederholen. Und daher muss man immer wieder aufklären, auch auf die Jugend einreden, damit sie sich nicht verführen lassen von gewissen Elementen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob das demokratische Elemente sind, aber das soll nie wieder kommen. Auch besonders in Österreich, wo wir darunter ja jetzt viel gelitten haben. Wenn wir damals als Jugendliche, als Sportler, ich war im Fußballverein in Mauthausen, wenn wir irgendwo hingefahren sind zum Meisterschaftsspiel, dann hat das immer geheißen, KZler kommen. Gell? Also diesen Fluch, diesen
diese Sache, da haben wir lange zu tun gehabt. Wir wurden immer wieder als KZler bezeichnet, obwohl wir doch überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Es hat da immer, ich weiß, wie ich gearbeitet habe drinnen als Lehrling, hat es natürlich immer gleich zu Beginn, wenn alles, was ich sehe und höre in meiner Beruf, da, in meiner Lehrzeit, darf nicht einmal zu Hause gesprochen werden, wenn da irgendwas durchsickern würde, dass wir da drüber plaudern, was da passiert, dann wären wir selbst ins KZ gekommen. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, im Jahre 1943, bei einem Gebietssportfest der HJ in Wels. Da sind wir abends in einem Lokal gewesen und die haben dann erfahren, was, vor 1000 sind sie hier. Was ist denn, was passiert denn da? Ist das wirklich wahr, dass da so Ding? Aber wir haben uns gar nicht getraut, darüber irgendetwas zu sagen, was wir sehen und hören hier. Weil sonst womöglich sitzt irgendeiner. Ich kann mich noch erinnern, da haben da Plakate gehängt von unserem Josef, vom Goebbels. Psst, Feind hört mit, hat es da geheißen. Also wir waren vorsichtig mit unseren Äußerungen und haben da nichts gesagt, weil braucht nur einer hören und dann wärst du selbst wahrscheinlich ins KZ gekommen. Also es hat immer geheißen, alles was wir da drinnen erleben, sehen, hören, dürfen wir nicht einmal zu Hause sagen. Herr Hackl, ich bedanke mich ganz herzlich für die spannenden Ausführungen und wünsche Ihnen noch weiterhin alles Gute. Danke. Danke.